Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Most Actives Live hier vom Parkett der Deutschen Börse in Frankfurt. Wir werfen zunächst mal einen Blick auf das Marktgeschehen, besser gesagt auf den DAX. Der konnte sich nämlich heute nach der zweiwöchigen engen Handelsspanne zwischen 14.100 und 14.500 Punkten lösen und nach oben ausbrechen. Wir haben Entspannungssignale bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew schon gehört. Nach wie vor ist natürlich noch nichts in trockenen Tüchern, aber allein diese Entspannungssignale von den Verhandlungen in der Türkei kommen bei den Anlegern schon gut an, sodass der deutsche Leitindex aktuell sogar über der Marke von 15.800 Punkten notiert und damit hat man den höchsten Stand seit 5 Wochen erreicht. Außerdem haben wir einen deutlich rückläufigen Ölpreis und auch das kommt dem deutschen Leitindex zugute. Alles, was die Produktionskosten senkt, sei an der Börse willkommen, heißt es hier von Expertenseite. Und jetzt werfen wir noch einen Blick auf die meistgehandelten Aktien des Online-Broker Fladex und starten natürlich auch heute mit den meist gekauften Werten. Wir sehen Tesla, Jenoptik, Nordex, Daimler und auch Rheinmetall. Bei Tesla schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an, denn hier gab es heute die Nachricht, dass das Model Y bis zum Jahr 2023 in den USA ausverkauft sei. Das ist natürlich eine grandiose Nachricht für Tesla. Wir hatten schon am Anfang der Woche die Nachricht des Aktiensplits gehört und dementsprechend ging die Aktie nahe des Rekordhochs nach oben. Auch das befeuert jetzt natürlich nochmal den Kurs von Tesla und wenn wir uns das Ganze nochmal etwas näher anschauen im Chartverlauf, dann sehen wir, dass die Aktie seit dem Tief im Februar 50% gut gemacht hat und allein in den letzten 12 Wochen über 90% angestiegen ist. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf Jenoptik. Hier hat man endgültige Jahreszahlen geliefert. Umsatz und Gewinn im Jahr 2021 konnten gesteigert werden. Das kam ziemlich gut an bei den Anlegern. Man hat ein geplantes Umsatzwachstum für das Jahr 2022 von 20% ausgegeben. Das ist den Experten etwas zu konservativ, vor allen Dingen bei der aktuellen Auftragslage, die Jenoptik zu verbuchen hat. Dementsprechend ging es für die Aktie heute etwas nach unten. Wir haben den schlechtesten Wert mit Jenoptik im SDAX. Nichtsdestotrotz kaufen jetzt die Fladex-Kunden zu und nutzen wahrscheinlich das niedrige Niveau zum Einstieg. Wir werfen noch einen Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Fladex und hier finden wir beispielsweise auch Delivery Hero wieder. Nordex ebenfalls, BASF, die Mercedes-Benz Group und K+S und wir schauen uns Nordex etwas näher an. Der Windanlagenhersteller hat ebenfalls Zahlen geliefert und einen Geschäftsausblick ebenfalls ausgegeben für das Jahr 2022. Der kann sich sehen lassen, das kommt gut an. Man setzt natürlich gerade mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine auf erneuerbare Energien, denn die Sanktionen vom Westen gegen Russland sind doch deutlich zu spüren und natürlich auch die Abhängigkeit, was den Rohstoffmarkt angeht. Dementsprechend ging es für die Aktie, die lange nicht gefragt war, gerade mit dem Kriegsausbruch etwas nach oben. Und auch der Geschäftsausblick auf das Jahr 2022 und die Umsatzerwartungen kamen gut an bei den Anlegern. Bei den Fladex-Kunden geht man hier eher in die andere Richtung und sieht diesen Wert momentan als Verkauf an. Die Aktie ist in den letzten 12 Jahren 38% nach unten durchgereicht worden. Man sieht aber auch gerade beim Chartverlauf, dass man den Kriegsausbruch mit dem Peak nach oben deutlich erkennen kann. Soweit für den Moment von den Most Actives heute, liebe Zuschauer. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Machen Sie es gut.